Eigentlich ist Gordon Parks jemand, der sehr heterogen arbeitet. Also der geht nach Harlem, fotografiert die Armut und den Straßenkampf und kurz vorher oder kurz danach oder manchmal auch gleichzeitig fotografiert er Mode, geht irgendwie in die Welt des Glamours, der Kleidung, des schönen Scheins und das macht eigentlich so die Spannung auch aus. Dass jemand als schwarzer Fotograf es in den späten 40er Jahren schafft, mit weißen Models zu arbeiten, ist eigentlich aus der heutigen rückblickenden Perspektive fast unmöglich, würde ich sagen. Also man muss sich vorstellen, späte 60er Jahre, da fängt die Rassengleichstellung in den USA langsam an. Wir sprechen hier von den späten 40er Jahren, wo er weiße Models fotografiert. This exhibition is an overview of Gordon's career, and there are pictures earlier than 1942, but one of his most iconic photographs is American Gothic, which he took during the Farm Security Administration in Washington, D.C., working for Roy Stryker. And it's the picture of the charwoman, Ella Watson, holding a broom in one hand and a mop in the other. And it was such an important image for how Americans saw other Americans and the story of the black struggle. Der schwarze Mann, der da im Gullideckel verschwindet oder gerade aufsteigt, ist eigentlich eine Metapher für die Unsichtbarkeit der schwarzen Bevölkerung innerhalb der weißen gesellschaftlichen Community. Und die Serie The Invisible Man ist ein Zusammenspiel zwischen einer Novelle, also einem Erzählband, und Gordon Parks visualisiert das, was er da gelesen hat.